starke Nerven. Friedrich Schönfelder liest eine Geschichte zur guten Nacht. Wenn man mit Gebrauchtwaren handelt, laufen einem mit der Zeit die merkwürdigsten Dinge über den Weg. Ich beschäftige mich schon seit etwa 30 Jahren mit dieser Materie. Ich war immer ziemlich sorglos und außerdem nachgiebig. Und alle möglichen Leute nutzten diese Schwäche ab und zu aus. Aber ich fand es nie sonderlich tragisch, solange sie es nicht auf die Spitze trieben. Anders dagegen mein Geschäftspartner Harry Walters. Er konnte es sich nicht versagen, mir ständig Vorhaltungen zu machen. Du bist viel zu gutmütig, pflegte er zu sagen. Du scheinst die Leute, die dich übers Ohr hauen, ja noch lieber zu mögen als die anderen. Irgendwie hatte er recht. Als er damals aus dem Krieg zurückgekommen war und mich um eine Stellung gebeten hatte, ließ ich mich von ihm überreden, ihn als Geschäftspartner aufzunehmen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie er damals ausgesehen und was er mir alles erzählt hatte. Er war gerade aus der Armee entlassen worden, wo er es bis zum Hauptmann gebracht hatte, und er hatte große Rosinen im Kopf. Ich bin davon überzeugt, hatte er gesagt, dass sich mit Antiquitäten ein Haufen Geld verdienen lässt. Ich hatte darauf hingewiesen, dass ich nur mit Gebrauchtwaren handelte, nicht mit Antiquitäten. Aber er hatte gemeint, was noch nicht sei, könne ja noch werden. Wer wollte vorhersagen, was in ein paar Jahren alles passieren könne? Er erwies sich in der folgenden Zeit als durchaus willig und anstellig, und da er sich in kurzer Zeit alle nötigen Branchenkenntnisse aneignete, kamen wir prächtig miteinander aus. Das ging etwa ein Jahr lang gut, aber dann stellte ich fest, dass er anfing, manchen Kunden gegenüber hochnäsig zu sein. Mir persönlich macht es überhaupt nichts aus, wenn er seine schlechte Laune an mir auslässt, aber wenn er sich einem Kunden gegenüber so benimmt, werde ich böse. Eines Tages erschien ein ärmlich gekleidetes altes Weiblein im Laden, das eine Vase für 3 Schillinge kaufen wollte. Da ich gerade mit etwas anderem beschäftigt war, bemühte sich Harry um die Alte. Als sie sich nicht augenblicklich zu einem Korb entschließen konnte, fuhr er sie auf höchst ungalante Weise an, und das arme alte Weiblein stolperte schuldbewusst aus dem Laden. Das war das erste und einzige Mal, dass ich Harry eine strenge Rüge erteilte, indem ich darauf hinwies, dass wir durch seine Unbeherrschtheit einen Kunden verloren hatten. Wegen nichts und wieder nichts. Und diese alte Frau, sagte ich, wird nie wieder ihren Fuß über diese Schwelle setzen. Aber das ließ ihn kalt. Warum zum Henker sollte mich das auch nur im Mindesten interessieren, gab er wütend zurück. Nachdem sie sich nicht einmal entschließen konnte, 3 Schillinge auszugeben. Weshalb soll man seine kostbare Zeit an solche Leute verschwenden? Warum ziehen wir nicht eine Sache auf, bei der wirklich Geld herausspringt und wobei wir an die wirklich zahlungskräftigen Kunden herankommen? Jetzt hör mir mal gut zu, Harry, sagte ich. Diese alte Frau kam hierher, um eine Vase zu kaufen und dafür 3 oder 4 Schillinge auszugeben. Dieser Vasenkauf bedeutete für sie so viel wie der Kauf einer Ming-Vase für einen Herzog. Aber irgendwie wollte es mir nicht gelingen, ihm meine Auffassung begreiflich zu machen. Und am Schluss erklärte ich schließlich, es sei wohl besser, wenn unsere Wege sich wieder trennten. Damit war die Meinungsverschiedenheit beigelegt. Für Harry war es der Schock seines Lebens gewesen, als er sehen musste, wie der Mann, den er für einen gutmütigen Trottel gehalten hatte, plötzlich aus der Haut gefahren war. Daher tat er das einzig Vernünftige, was ihm zu tun blieb. Er schickte sich in das Unvermeidliche. Und genau am gleichen Tag kam der Mann mit dem Götzen in den Laden. Er sah aus wie ein Matrose. Seit Tagen schien er sich nicht mehr rasiert zu haben. Außerdem stank er entsetzlich nach Rum. Normalerweise hätte ich ihn höflich, aber bestimmt hinaus komplimentiert, weil ich ihn nicht in meinem Laden haben wollte. Aber auf die Predigt hin, die ich Harry gehalten hatte, war das jetzt unmöglich. Also ging ich mit gutem Beispiel voran und steuerte geradewegs auf ihn zu. »Sie wünschen bitte?«, fragte ich. Statt einer Antwort holte er ein kleines, in Zeitungspapier gewickeltes Päckchen aus seinem Mantel hervor, legte es auf den Tisch und machte es auf. Er brachte eine etwa 20 Zentimeter große Skulptur aus gelbem Stein zum Vorschein, die einen sitzenden Götzen darstellte. Er saß mit untergeschlagenen Beinen im Schneidersitz da. Seine Hände lagen auf den Knien. Einen Gegensatz zu dem fein herausgearbeiteten übrigen Körper bildete der Kopf. Er war glatt und rund wie ein Totenschädel und hatte kein Gesicht. »Wie viel würden Sie mir dafür geben?«, wollte der Mann wissen. Die Arbeit ließ auf chinesischen Ursprung schließen und sie war mit großer Sorgfalt angefertigt worden.
Ziemlich hässlicher Bursche, bemerkte ich. Der Matrose nickte. Hässlich schon, gab er zu, aber nicht wertlos. Gut, meinte ich. Ich halte ihn zwar nicht für besonders wertvoll, aber vielleicht sind die näheren Umstände seiner Herkunft ganz spannend. Erzählen Sie mal. Und das waren sie tatsächlich, auf mein Wort. Der Name des Götzen war Cheng Yu und er war der Gott der Flusspiraten, die die großen Ströme Chinas bevölkerten. Diese Ströme hatte er bewacht. Der Legende nach war er durch die Luft geschwebt und hatte zu den Sampans und Junken hinuntergesehen. Und wenn er dort unten einen bösen Menschen entdeckt hatte, war er herabgekommen, unsichtbar natürlich, und hatte dem Betreffenden ein Mal aufgedrückt, ein grünes Mal. Das Interessante an diesem Mal war, dass es sich nur bei Menschen zeigte, die entweder einen schweren Diebstahl planten oder einen Mord. Die Flusspiraten machten sich diese Sache also zunutze und sahen sich, ehe sie auf Fahrt gingen, alle Menschen an Bord genau an. Und wenn irgendjemand dieses grüne Mal aufwies, wurde er augenblicklich wieder an Land verfrachtet. Und dieses Mal, berichtete der Matrose weiter, erschien, sobald man die Statue berührte. Ich nahm sie daraufhin in die Hand. Selbstverständlich bekam ich kein grünes Mal. Nun ist es so, in einer Branche wie der unseren begegnet man allen möglichen merkwürdigen Gestalten und es werden einem alle möglichen absurden Geschichten erzählt. Diese Geschichte aber war mit Abstand die beste, die ich je gehört hatte. Und der alte Matrose trug sie wirklich überzeugend vor. Ich kaufte ihm die Statue daher ab und zahlte ihm wesentlich mehr dafür, als sie eigentlich wert war. Sie werden den Kauf nicht bereuen, war das Letzte, was der Matrose gesagt hatte. Sie werden sehen, Cheng Yu bringt Ihnen Glück. Ich betrachtete den Götzen wieder und wieder, und ich fand, dass er mir immer besser gefiel, je länger ich ihn ansah. Statt ihn unten im Laden aufzustellen, nahm ich ihn in meine Wohnung hinauf und stellte ihn auf den Kaminsims. Die Folge war, dass ich ihn beinahe jeden Abend in die Hand nahm und die kunstvolle Arbeit bewunderte. Und ich pflegte ihm auch meine Sorgen und Erfolge mitzuteilen. Ich unterhielt mich regelrecht mit ihm, wie man es vielleicht mit einem guten Freund tut. Und dann kam noch etwas dazu. Der alte Matrose hatte recht gehabt, als er sagte, Cheng Yu würde mir Glück bringen. Nach dem Kauf der kleinen Statue begann mein Geschäft zu blühen wie nie zuvor. Es dauerte nicht lange und Harry lag mir wieder mit seinen Antiquitäten in den Ohren. Und dieses Mal stand ich der Idee nicht mehr ablehnend gegenüber. Wir eröffneten einen kleinen zweiten Laden, in dem wir die besten Stücke aus den Gebrauchtwaren heraussuchten und dort ausstellten. Dann kauften wir auch noch einiges dazu. Harry war selig. Sein Wunschtraum war in Erfüllung gegangen. Er war jetzt tatsächlich Antiquitätenhändler. Ich machte ihn zum selbstständigen Teilhaber und unser Geschäft ließ sich vom Eröffnungstag an prächtig an. Und weil alles so großartig klappte, beschloss ich eines Tages Urlaub zu machen. Schließlich hatte ich ihn redlich verdient. Als ich zurückkam, stellte ich fest, dass Cheng Yu an einer ganz anderen Stelle auf dem Kaminsims stand. Dazu ist Folgendes erklärend zu sagen. Ich bin Junggeselle und ich schätze es über alle Maßen, wenn alles an seinem angestammten Platz steht. Ordnung muss sein. Und ich wusste ganz genau, dass Cheng Yu, als ich weggefahren war, in der Mitte des Simses gestanden hatte. Mein erster Gedanke war Einbrecher. Dann aber fiel mir auf, dass kein anderer Gegenstand sonst verrückt worden war und dass von meinen beiden Angestellten, die unten im Laden arbeiteten, auch niemand oben gewesen sein könnte, da beide keinen Schlüssel zu meiner Wohnung hatten. Denn ich hatte meine Wohnung abgeschlossen, als ich in Urlaub fuhr. Trotzdem blieb die Tatsache bestehen, dass Cheng Yu um beinahe einen Meter von seinem Platz verrückt worden war. Am nächsten Morgen ging ich in den Laden hinunter und freute mich, dass alles seinen gewohnten Verlauf nahm. Mit Harry hatte ich vereinbart, dass er mich abends besuchen solle, um mir zu berichten, wie das Geschäft in seinem Laden ginge. Als er kam, begaben wir uns in meine Wohnung hinauf. Doch bevor ich das Wohnzimmer betrat, blieb ich wie angewurzelt in der Tür stehen. Mein Götze befand sich schon wieder an einem völlig anderen Platz. »Das ist wirklich komisch«, sagte ich zu Harry. Und ich erzählte ihm, was ich gestern schon beobachtet hatte. Harry fand eine durchaus einleuchtende Begründung. Er meinte, das müsse irgendwie durch Vibrationen verursacht worden sein. Aber auf meine Frage, warum keiner der anderen Gegenstände, die auf dem Kaminsims standen, sich von der Stelle gerührt hätten, wusste er natürlich keine Antwort. Er ging zum Kamin hinüber und nahm die Statue in die Hand. Und sie hinterließ ein grünes Mal auf seiner Hand.
Er fluchte leise und versuchte, es wegzuwischen. Als das nichts half, fluchte er nochmals, diesmal etwas lauter. Das war dann wirklich sehr eigenartig. Die Statue bestand aus einem gelblichen Stein und sie hinterließ einen grünen Fleck. Und was noch schwerer wog, nur bei Harry. Denn ich nahm sie ebenfalls in die Hand, aber bei mir zeigte sich kein grünes Mal. Ich hatte Harry damals nichts von dieser merkwürdigen Geschichte erzählt, dass Cheng Yu bei Dieben oder Leuten mit Mordplänen ein grünes Mal hinterließe. Aber als Harry wieder gegangen war, machte ich mir doch Gedanken. War es möglich, dass Harry plante, mich zu bestehlen, mich zu betrügen, mich, der ich ihm zu einem neuen Start verholfen hatte? Natürlich sagte ich Harry nichts von meinem Verdacht, aber insgeheim begann ich, alle seine Schritte zu überprüfen. Schließlich kann man nicht vorsichtig genug sein. Als ich alles genau nachgeprüft und nichts Verdächtiges entdeckt hatte, machte ich mir eher noch mehr Gedanken. Die Bücher stimmten bis auf den letzten Pfennig. Und ich hatte nicht den geringsten Grund zur Besorgnis gehabt, wenn mir nicht plötzlich eingefallen wäre, dass Cheng Yu nicht nur Diebe entlarvte, sondern auch Mörder oder solche, die sich mit Mordgedanken tragen. Und damit fingen meine Sorgen erst richtig an. Eins war klar. Harry machte nicht den Eindruck eines potenziellen Mörders, aber, und das war der springende Punkt, er war mein Erbe, mein einziger Erbe. Ich besaß keine Nachkommen und ich hatte meine beiden Läden und alles Übrige Harry vermacht. In dem Moment, wo ich die Augen für immer schloss, war er ein reicher Mann. Kaum hatte ich mir all das klargemacht, als ich mir den Kopf darüber zerbrach, was ich um Himmels Willen tun konnte, um mich vor ihm zu schützen. Wenn er mir etwas gestohlen hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber man kann doch nicht einfach zur Polizei gehen und um Schutz bitten, bloß weil der Geschäftspartner einen grünen Fleck an der Hand hat. Da er mein Teilhaber war, konnte ich ihn nicht, mir nichts, dir nichts hinausschmeißen. Aber dass ich etwas unternehmen musste, und zwar schnell, stand fest. Es lag durchaus im Bereich des Möglichen, dass er vorhatte, mich noch heute Nacht, womöglich schon in einer Stunde oder so, umzubringen. Es war durchaus möglich. Die ganze Sache machte mich fast verrückt. Dass ich nicht endgültig durchdrehte, hatte ich nur einem Umstand zu verdanken. Ich fand des Rätsels Lösung, als ich Cheng Yu in die Hand nahm, wie an jedem Abend, und ihm meine Sorgen mitteilte. Als ich ihn vom Kaminsims herunterholte, um mich mit ihm zu unterhalten, hinterließ er auch auf meiner Hand ein grünes Mal. Friedrich Schönfelder fand diese Geschichte von John Boland in Hitchcocks Krimi-Magazin Nummer 7. Und in einer Woche wird uns die Geschichte von der blauen Pest erfreuen.